Hallo und herzlich willkommen bei AZTV. Knapp ein Jahr lang dürfen 11 Spielhallen in Uelzen noch bestehen bleiben. Dann greifen auch für sie die geänderten Vorschriften des Glücksspielgesetzes. Zwischen zwei Spielhallen muss ein Abstand von mindestens 100 Metern eingehalten werden und es dürfen nicht mehr weitere Spielhallen im selben Gebäude liegen. Nach Angaben der Stadt Uelzen müssten 7 Spielhallen schließen. Mehr dazu lesen Sie in der AZ. Die SPD Uelzen-Lüchow-Dannenberg hat es geschafft, junge Leute für Politik zu begeistern. Seit Februar wurden junge Menschen mit dem Projekt 10 unter 20 zu Veranstaltungen in Uelzen und Berlin eingeladen. Der größte Teil der Jugendlichen will sich nun weiter politisch engagieren. Für Partei und Nachwuchs steht das Engagement für Demokratie und gegen rechte Tendenzen im Vordergrund. Es war einmal ein Schloss in Grünhagen. Das ist historisch belegt. Die Äbte des St. Michaelis-Klosters in Lüneburg haben es unterhalten. Jetzt wurden am alten Forsthaus historische Backsteine und Bruchstücke altertümlicher Dachziegel gefunden. Kreisarchäologe Fred Mahler will im Herbst an der Ilmenau nach den Fundamenten suchen. Und nun gibt's trübe Aussichten für Dienstag. Der Himmel wird überwiegend bedeckt sein und zeitweise kann es am Nachmittag leicht regnen. Nur am Morgen kann sich vorübergehend nochmal die Sonne zeigen. Die Temperaturen erreichen 20 Grad und in der Nacht 15 Grad. Das war AZTV für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Tschüss.